Von Granini gibt es Sensation-Säfte in den Sorten Roseberry, Mint Melon und Vanilla Passion. Die sind, glaube ich, schon seit Sommer auf dem Markt. Ich habe sie jetzt erst gefunden und wir probieren sie jetzt aber aus. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr sie gesehen. Die Granini Sensations. Drei Säfte. So passt es. Die es schon ein paar Tage gibt, aber die ich nirgendwo gefunden habe. Und jetzt habe ich sie vor ein paar Tagen bei Kombi-Supermarkt mal gefunden. Und habe mir gedacht, geil, jetzt kann ich sie endlich mal testen. Wir haben zwar Herbst, wir haben Mitte November. Es wird gerade schon wieder dunkel, da läuft schon wieder der Scheinwerfer. Da testet man gerne solche sommerlichen Getränke. Aber ich kann solche Säfte auch ganzjährig trinken. Also ich bin jetzt nicht so einer, der Säfte nur zu gewissen Jahreszeiten trinken kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die können. Ich habe sie, wie gesagt, mal mitgenommen und wir werden sie jetzt einfach ganz schnell miteinander durchtesten. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie was können. Wie gesagt, Zutaten-Nährwerte von Roseberry. Das ist eine rote Früchteversion mit Rosengeschmack. Ich bin ja kein Geschmack-Fan von Rosengeschmack. Es gibt ja, ich hatte jetzt auch mal eine Mitarbeiterin bei uns im Büro, die war auch... hatte mal einen Kuchen gemacht mit Rosenwasser und so. Das war aber schon sehr, sehr speziell. Es gibt wirklich viele Leute, die mögen das. Ich finde das wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber so ist das einfach. Man kann nicht alles mögen. Gerade ich. Zutaten nehmen wir da. Es ist ein Meerfruchtgetränk mit Rosengeschmack und färbenden Schwarz-Karottensaftkonzentrat. Zutaten sind Wasser, Meerfruchtsaft aus Konzentraten, aus Traube, Apfel, Kirsche, Zitrone, Zucker, Erdbeermark, Himbeermark, Schwarz, also Karottensaftkonzentrat und natürliches Rosenaroma. 43 Kalorien auf 100 ml. Ein Liter müsste das sein. Ne, 750, sorry. Dann haben wir Minty Melon. Das ist Honigmelone mit Minze und Mango. Zutaten, Wasser, Honigmelonensaft, Konzentrat, Mangomark, Mangosaftkonzentrat, Zitronensaft, Antioxidantien, Minzextrakt, Ascorbinsäure, Beta-Carotin, 48 Kalorien. Entschuldigt bitte, ich hatte gerade ein paar andere Sachen getestet und gerade ein bisschen viel Wasser getrunken mit Kohlensäure. Und Vanilla Passion mit Mango-Maracuja-Vanille-Geschmack. Mango-Maracuja-Vanille-Geschmack finde ich gar nicht schlecht, wenn die Vanille nicht zu künstlich ist. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Zutaten: Wasser aus Mangomark, Apfelsaft, Apfelsaftkonzentrat, Zucker, Maracuja-Saft, Zitronensaft, Vanille-Extrakt. Ist es jetzt richtige Vanille? Ich tippe mal, das ist dann richtige Vanille, wenn da schon Extrakt steht. Auch 47 Kalorien. Ja, das sind sie. Und was machen wir jetzt? Wir probieren sie. Nahaufnahme kennt ihr, brauchen wir bei Getränken nicht. Also kriegt ihr schon. Ich halte euch gleich das Glas hin, gieße das eine und ab geht die Luzi, ne? Aber man merkt, ich bin gerade im Speed-Modus. Ich versuche gerade echt so viel Licht wie möglich mitzunehmen, damit ich die Pizza gleich noch vernünftig mit Licht testen kann. Das ärgert mich sonst. Darum fangen wir jetzt mal mit dem Rote Früchte Rose an. Rote Früchte Rose. Sieht so aus. Also ihr habt es gerade wie so durch die Flasche eigentlich schon gesehen. Nehme ich einen Schluck aus der Flasche oder aus, ich trinke aus dem Glas. Ihr wisst immer, ich mache ja danach noch Bilder, aber das kriege ich schon hin. Der schmeckt an sich nicht schlecht, aber dieser Rosengeschmack, der gibt so ein leichtes Feeling da hinten raus, den ich, wie gesagt, persönlich nie so geil finde. Ja, nee, das ist nicht meins. Also, dieses rote Früchte, ja, das ist voll vorhanden. Ich muss ja einmal kurz die Nase abwischen, sicherheitshalber. Nicht, dass mir gleich noch die Nase zu sehr läuft. Also wie gesagt, die Version kann man machen, man muss aber wirklich Rosen-Fan sein. Also von diesem Rosengeschmack musst du Fan sein. Es hat rote Früchte-Geschmack, aber es ist halt nicht geil. Also für mich persönlich ist das nicht geil. Es ist halt so, ich hätte es bäriger und Co. erwartet, ein bisschen dezenter, aber das ist so die ganze Zeit so, am Anfang ist es ganz so kräftig bärig und dann wird es extrem mild nach hinten raus und dann kommt dieser Rosengeschmack. Also wer es geil findet oder mag vom Geschmack, dass das halt so dezent geht nach hinten raus, der wird das vielleicht mega abfeiern. Ich würde hier aber sagen, nicht mehr als 2,5 von 5. Also wirklich so, es ist okay, kann man mal trinken, aber den würde ich mir nie wieder kaufen. Ich weiß nicht mal, ob ich den austrinken kann. Also das ist wirklich so ein Geschmack, der mich nicht vom Hocker reißt. So, was machen wir jetzt? Wir machen erstmal Vanille. Mango Maracuja Vanille. Also der Vanilla Passion. Klingt ja eher schon fast wie ein Cocktail, ne? Vanilla Passion.
Die Vanille ist. Oh, das Glas hat aber ein paar Macken, sehe ich gerade. Naja, das ist ja manchmal so, man achtet da nicht immer so drauf, gerade wenn ihr die privat viel benutzt. Ja, farblich zu erwarten. Hat ja schon eine starke Vanillenote. Also ich mag Vanille, daran wird es nicht scheitern, aber im Getränk. Okay, riecht mehr nach Vanille, als was es schmeckt. Ist aber so ganz angenehm. Aber, also er fühlt sich sehr cremig im Mund an, muss ich sagen. Er hat so eine leichte Cremigkeit. Was ich ja super finde, weil es angenehm ist, wie gesagt, bei Cocktails. Wie ob du so einen Sahne-Cocktail hast, so ganz leicht. Er hat so einen leichten, cremigen Charakter. Die Vanille riecht mehr, als was sie schmeckt. Das finde ich gut. Den könnte ich mir echt genehmigen. Das ist, glaube ich, ein bisschen mit Mango, steht eh drauf auf Mango-Maracuja. Also für mich ist er was, weil ich den Geschmack mag. Vanille, wie gesagt, riecht stärker, als was es ist. Aber den könnte ich mir wirklich auch wieder kaufen und würde ich auch so entspannt weiter trinken. Der kriegt von mir 4 von 5 Punkten. Also das ist ein gutes Ding, machst du nichts mit falsch. Wie gesagt, entschuldige ich gerade ein bisschen so das Licht, aber ich kriege das gerade nicht mehr so gut ausgebügelt. Aber wie gesagt, keine schlechte Edition. Und als letztes probieren wir jetzt den Minty Melon, die Honigmelone Mango Minze. Honigmelone ist super erfrischend. Mit Mango zusammen auch eine gute Idee, finde ich. Und Minze gibt ja so einen schönen Kick rein. Riecht sehr, sehr sommerlich. Also das ist wirklich ein Sommergetränk. Ich gucke gerade, was meine Pizza nur macht. Nicht, dass sie gleich irgendwann mal so eine Phase erreicht, dass ich nicht hingucke und sie verbrennt. Also schöne Farbe. Ja, der hat auch diese Cremigkeit, was der Rose nicht hatte. Dieses extrem Sanfte auf der Zunge, was angenehm ist, finde ich. Aber das muss man mögen mit der Minze. Also ich bin ja ein Minz-Fan. Also ich mag auch Minze. Ich trinke Minztee. Ich mache mir auch gerne mal so ein Limo mit frischer Minze. Wir haben draußen, okay, jetzt im Winter schwierig, aber wir haben hier draußen ein kleines Blumenbeet auf dem Balkon. Wo auch Minze von uns selber angebaut ist, also das ist immer ganz cool. Aber das hier kann ich mir eher als Schorle vorstellen. Also hier müsste ich ein bisschen Kohlensäure zugeben oder einfach ein bisschen mit meinem Mineralwasser mischen, damit ich eine Art Schorle kriege. Dann fände ich es besser. Also als Schorle-Version kann ich es mir eher vorstellen. So pur ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit der Honigmelone und der Minze, das ist so ein bisschen too much für einen Saft, für mich persönlich wieder. Der ist aber auch besser, den würde ich sagen, 3 von 5 Punkten. Also besser als der Rose, aber nicht so gut wie der Vanilla Passion. Der hat mich wirklich jetzt am meisten überzeugt. Ja, und das waren sie. Das waren die 3 Granini Sensations aus dem Jahr 2021, die wir jetzt im November getestet haben, weil ich sie nicht vorher gefunden habe. Jetzt bin ich gespannt, habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen oder schon gekauft und probiert? Wie haben sie euch geschmeckt? Was ist euer Favorit? Ich habe gerade, glaube ich, schon wieder ein bisschen Nasen laufen. Entschuldigt bitte, aber es ist Winter, es ist Erkältungszeit. Okay, ich habe ein T-Shirt an, aber es ist die Wohnung. Das ist noch was anderes, aber ist einfach so. Licht ist anders, Erkältungszeit ist auch noch, aber trotzdem haben wir was Sommerliches getestet. Ich bin gespannt, wie ihr es findet, die Getränke. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.